Leute, meine Glaubwasserts, was geht ab? Wir haben noch ein Real-Life-Challenge-Video. Und zwar spielen wir heute den Lügner-Modus bzw. den Mörder-Modus. Eins von diesen Shotgläsern ist ein Ekelgetränk, meine Damen und Herren. Und der Rest ist Wasser. Wir müssen heute an diesem Tage herausfinden, wer der Lügner ist und wer den Ekelshot herausgefunden hat. Der Lügner muss heute versuchen, als einzigster noch stehen zu bleiben. Wir können einen Detektiv auserkoren, der von jemandem verlangen kann, dass er nochmal seinen Shot trinkt. Und nach fliegen die Leute raus. Heute mit dabei Mario. Mit dabei unser Businessman Mike. Mit dabei Albert der Riese. Bardi, mein Cousin. Und der liebe Seville. Freunde, ich würde mal sagen, unser Kameramann Sonnet hat schon die Gläser präpariert. In einem dieser Gläser ist ein Ekelgetränk, Freunde. Und ich würde mal sagen, jeder nimmt sich jetzt ein Glas. So, dann will ich mal sagen, Freunde, beginnen wir mit dem ersten. Wer will starten? Okay, so, okay. Okay. Ruhig, Jungs, okay. Aha. Interessant. Ich mach weiter. Wo ist ich jetzt? Oder was? Ja. Aha, okay. Aha, das war ein gewaltiger Schluck hier. So. Riesenman. Machen wir weiter mit unserem Businessman. Aha, interessant. Wir haben hier ein Ekelgetränk und ich glaube, keiner hat wirklich was verzogen. Ich würde mal sagen, wir starten die Diskussionsrunde, Freunde. Habt ihr irgendwas Auffälliges gesehen? Ja. Ich auch, okay. Ich sag einfach, der Alberto. Warum? Bist du so die Augen so gezuckt so. Ja, aber Mario hat auch mit den Augen gezuckt. Ich muss schon sagen, der hat so gegen Ende gemacht. Also ganz kurz. Ja, ganz kurz. Ich dachte auch, dass das dann bei dem. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass es Mario ist. Ja? Zu 100%, weil man hat schon kurz gesehen, der hat kurz so innerlich ein bisschen so. Ja, so ein bisschen Ekelgefühl gehabt. Genau. Ja. Der schließt direkt jemand aus, das ist eigentlich schon ein bisschen... Ja, das ist sus, aber warte. Okay, warte. Ja, aber... Guck mal, das Ding ist, wir haben jetzt drei sus, also drei Suspekt. Du bist Suspekt, Mario? Ja, also ich kenne ja Albe und... Also wäre es ein Ekelgetränk, dann hätte man es schon gesehen bei ihm. Und auf jeden Fall. Gut, was machen wir? Jetzt ist die Frage, was machen wir? Also, aber es ist auch... Also ich guck mal, ich sag dir ehrlich, ich würde auch sagen, wenn Seville ein Ekelgetränk hat, wenn er was Ekliges nimmt, ist er schon abschreckender. Und bei Mario hat man schon... Der Letzte war so... Er hat schon gekämpft irgendwie, ja, habe ich so das Gefühl. Ja. Also, ich weiß nicht, aber... Also ich sag ja immer, der, wo es redet, der ist am... Natürlich. Deswegen, natürlich, aber das Ziel, guck mal, das Ding ist, es geht ja hier nicht um irgendwelches... Wir haben ja ein Spiel. Es geht ja um ein Ziel. Und das Ziel ist es, den Lügner auszuschalten. Ich würde sagen, vielleicht... Guck mal, wenn wir uns jetzt... Wer sagt denn jetzt alles für Mario? Hände nach... Der ist auch still. Ja, Albert ist still. Ja, Albert, das ja, eben, das sage ich, das denke ich mir auch. Die letzte Mimik war dann doch so, geht schon Richtung Mario. Ja. Das könnte ich mir schon vorstellen. Okay. Okay, wen können, aber warte mal, bevor wir jetzt irgendjemanden beschuldigen, suchen wir uns doch einen Detektiven. Wem denken wir, wer ist 100% nicht Lügner? 100%. Ich würde sagen Mike. Ja. Ich weiß nicht. Mike kann, also... Ich war halt randvoll, ich hatte mehr als die anderen, das hätte man wahrscheinlich schon gemerkt. Das war randvoll und der hat gar nichts verzogen. Weil wenn der nichts verzogen hat, Digga, dann ist es ein krasser Motherfucker, Digga. Machen wir eine Abstimmung. Wir wählen jetzt einen Detektiven. Wir machen eine Abstimmung. Der, wofür Mike ist, Hände nach oben. Der, wofür nicht für Mike ist, Hände nach unten. 3, 2, 1. Warum hat es so lange gedauert? Warte. Warum hat es so lange gedauert? Ich muss überlegen, wenn Mike nochmal. Ah! Okay, dann will ich mal sagen, Mike, Sie sind der Detektiv. Das heißt, Sie haben sozusagen eine Stimme mehr und Sie haben natürlich ein Shotglas, das Sie verteilen können. Und wollen wir das vielleicht ausprobieren oder willst du schon jemanden kicken? Sollen wir schon mal jemanden kicken oder sollen wir noch, oder willst du dein Ekelgetränk 100% noch safe haben? Weil ich sag dir so, weil wenn du jetzt dein Getränk raushaust an irgendjemand, sagen wir zum Beispiel Mario, und wir kicken Mario und der hatte nur Wasser, haben wir keinen Bonus, wo wir herausfinden können, wer es ist. Dann müssen wir versuchen zu raten oder so. Ist noch zu früh, ich würde sagen, wir kicken jemanden. Okay. Also Verdacht ist bei den beiden, ich sag aber irgendwie Albert. Albert? Verdacht ist bei den beiden, aber ich glaube es ist Ahmed. Albert. Okay. Dann lass uns doch so machen, jeder stimmt für einen Namen und der ist dann raus. Okay. Und der, wo die meisten Stimmen hat. Okay, aber Mario. Zählt doppelt sozusagen. Genau, und Mike zählt doppelt. Mario, du fängst an. Albert. Mario. Ich gegen Mario. Zwei Mario. Also ihr habt viel für also dass er rausfliegt. Dass er rausfliegt, genau. Ich sag Albert. Und ich sag auch Albert. Dann sind vier Stimmen. Vier Stimmen auf Albert. Dann würde ich sagen, Albert, lassen Sie den Tisch
Sind Sie der Lügner? Ja. Nein! Ja. Was? Ja. Was? Hä? Bro, was? Er war echt, Bro. Oh mein Gott, Digga. Ich war safe auch Mario. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, wir haben, das ging ja nicht, das war eine sehr schnelle Runde. Wir bereiten nochmal welche Gläser vor. Beginnen die zweite Runde, Freunde. Let's go. Wir sitzen wieder an dem Tisch. Okay, Kameramann Zunert hat wieder hier Shots vorbereitet. Ich würde mal sagen, jeder grabt sich einen in 3, 2, 1. Ich wollte den, Alter. Das ist meiner, Digga, das ist meiner. Okay, dann würde ich mal sagen, wir beginnen aber diesmal bei Mike. Okay. Albert. Ich glaube auch. Okay, Bade geht weiter. Was ein Schlund, Digga. Ja, übel der Schlund. Okay, Seven. Warte, dein Gesicht muss mal sehen. Dann kriegst du es weg, Alter. Boah. Okay. Kopf ist jetzt. Alter, was Digga, was ist das denn? Sehr schwer, Freunde. Sehr, sehr schwer. Ich würde mal sagen, lassen wir uns die Diskussionsrunde beginnen. Voten oder vielleicht auch nicht. Oder wir schauen jetzt mal, was hier abgeht, Freunde. Was sagt ihr? Also, wir können uns eigentlich irgendwie alle ein bisschen einig sein, dass Albert schon hart reingesucht hat, Digga. Also, ich weiß nicht, also es war schon ein bisschen sus, Digga. Magst du der Bank ist? Ja, aber guck, wie leise der jetzt ist. Wie leise der jetzt einfach nur da sitzt. Ich finde okay. Auch, der hat es zu cool gemacht, Digga, der Mike. Der hat es zu, weiß nicht. Der hat es geschluckt und hat es gemacht. Ja, so. Dieses und hat so zu, Schulter zu. Aber Alberto kann es auch sein, weil er hat ja so getan als... Als stimmt! Oh mein Gott, 500 IQ! Also, vielleicht hat das damit gespielt. Genau, vielleicht habe ich damit verdreht. Aber warum redest du dafür den Spaß? Ja, ich will das nicht. Kann sein, dass du vielleicht rausfliegst. Er hat recht, dass ich das ja so gemacht habe. Er hat recht, das würdest du auch zustimmen, dass du... Also ich bin's auf jeden Fall nicht. Okay, ja, Jungs, was ist eure Prediction, Digga? Also... Ja, aber er hat wenigstens nicht abgelenkt. Als du ihn angesprochen hast, war der direkt so, ja, Mike war's so, weißt du? Ich meine so, das war schon sehr verdächtig, Alter. Aber jetzt ist verdächtig, du aber wieder. Ja, aber guck mal, jetzt ist Albert sagt, wählt mich raus. Ja, das ist halt so die Notlösung. Das ist die Notlösung. Aber da fall ich dann lass mal, ich fall darauf rein. Albert ist so einer. Ja. Ah, warum werden wir hier nervös? Also ich sag euch ehrlich, guck mal, lass einen safe mal rausvoten. Lass Albert safe rausvoten. Na, würde ich nicht. Nein, aber nicht sag mir noch ganz kurz, wie war seine Reaktion, weil ich hab's nicht ganz gesehen. Was war so cringe, weil er alle direkt gesagt hat, hör auf, abzulenken, du bist es und fertig. Er fragt nur. Was war das nochmal? Also, stimmt, ich hab's auch vergessen. Ich hab's nur gesagt, das war eigentlich ein Joke, weil er in der letzten Runde das war. Deswegen hab ich gesagt, der ist es, das war ein Joke. Aha. Ja, das ist er. Ja, gell. Aber ganz kurz, wir haben wieder ein stilles Wasser, Bari. Wo denn? Ich hab den doch entdeckt. Entdeckt hast du? Ja. Aha. Also sagst du, Seville ist es, oder was? Nee. Aber es kann gut aus möglich sein, dass er oder Alberto... Also können wir uns sicher sein, dass wir bis jetzt drei Personen Sus haben. Einmal Mike, Albert und... Ich anscheinend. Alberto. Ich anscheinend. Ich würde sagen, wir voten alle wieder für eine Stimme und den kicken wir raus, bevor wir noch einen Detektiv wählen. Wir wählen noch keinen Detektiv. Wir kicken erstmal einen. Okay, jeder sagt deine Stimme. Mike beginnt. Ich sag Albert. War am verdächtigsten. Okay, Albert. Ich sag Mike. Buddy. Mike heißt der, ja. Du sagst Mike. Du? Mike. Ich sag Albert. Mike. Okay, dann haben wir eine Überzahl für Mike. Mike, du musst den Tisch verlassen, mein Freund. Bist du der Lügner? Digga! Bro! Hey, Digga, das ist Mario! Hey, warte! Stopp! Guck mal! Es kann gut sein, dass du eine Reaction gezeigt hast. Oder? Ich weiß nicht. Ja, du bist so. Was? Raus. Du darfst nichts mehr sagen jetzt. Du darfst nichts mehr sagen. Nein, du bist raus. Entweder Seville oder Albert. Digga, jetzt du chill auch, Mama. Guck mal, jetzt. Was sagst du? Guck mal, warte. Weißt du, was du machst? Lass uns das Detektiv wählen. Wir sind uns sicher, wir können uns sicher sein, dass ich safe nicht bin. Wer sagt das? Warum? Nee, weil ja, auf uns drei kam nichts. Beziehungsweise auf dich kam was, aber auf uns zwei kam nichts. Ja, und? Ja, bei mir kam nichts. Du hast auf mich
gefrontet so. Ich habe ihr nichts gesagt, du hast die ganze Zeit auf mich geschossen. Naja, weil ich leise. Du laberst aber auch ein bisschen viel. Ja, das ja, ist noch wieder. Warte mal. Weil das dein Video ist und wenn du bist und gewinnst, wäre ja geisteskrank. Eigentlich wäre schon geisteskrank. Ja, deswegen wäre schon cool, wenn ihr mich als Detektiv Nein, machen wir nicht. Ja, ist aber Detektiv. Ja. Könnt ihr mich als Detektiv finden, Digga? Wäre schon gleich nochmal voten. Ja, genau. Oder, weißt du was? Oder wir machen alle nochmal einen Shot. Okay, das ist eine gute Idee, finde ich. Oder? Ja. Sollen wir es so machen? Wenn alle dafür sind. Ich würde sagen, noch eins. Okay, dann würde ich auch. Ich bin auch für noch eins. Ja. Ja, noch eins. Gut, alle wollen. Und wir stehen auf, Freunde. Dann sehen wir uns gleich wieder bei der zweiten Shotrunde. Okay, Jungs. Okay. Dann will ich mal sagen, wer will anfangen? Ich fange an. Okay. Oha, schon viel? Schon viel Ekelgetränk oder schon viel Wasser? Nein. Aha. Sollte alles jetzt mal weiter. Es ist psychologisch. Digga, ich weiß nicht, ey. Ich weiß echt nicht. Okay, Bari? Ja, los jetzt oder was hier? Och, ja rum. Der ist halt auch Pro. Okay. Der aber auch. Der ist halt auch Pro. Echt? Ich glaube, er war die jetzt. Doch, Digga. Guck mal, er macht das immer, wenn er sowas trinkt. Er macht immer so. Du bist ein Hund, Digga. Okay, Jungs, Diskussionsrunde. Ich sag Albert oder Seville. 100%. Einer von den zwei ist es. 100%. Eins können wir schon mal ausschließen, dass ich und Mario zu 100% safe sind. Warum bist du 100% sicher? Also ich kann nicht für mich sprechen, aber ich kann für Mario sprechen, dass er. Mario ist zu 100% sicher und ich auch. Hör mal zu. Albert hat ein Merkmal, wie er trinkt. Du hast was gemacht, wie du trinkst, und Badi hat was gemacht, wie er trinkt. Du hast erstmal stundenlang auf dein Glas geguckt. Ja, ich musste lachen. Was musst du so lachen? Du musstest lachen, weil da Ekelgetränk war. Hund, Digga. Ich sag Albert, Mario. Also, ich finde Marius' Argument richtig gut mit dem, oder was du gesagt hast, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, nee, du hast gesagt, dass du so lange drauf gestartet hast und du musstest dich so drauf vorbereiten kurz, dass du es trinkst. Deswegen, das ist einziges, also, gesehen habe. Lass mich mal meine Meinung äußern. Guck mal, zum Beispiel Ahmeds Getränk und mein Getränk waren richtig voll. Wenige zwei Getränke waren viel weniger. Du hast gerade runtergeschluckt, gell? Das ist ein... Ah, stimmt. Das hat, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber Badi hat gerade nochmal geschluckt. Einen Schluck genommen. Ja, dachte. Und wenn man es so macht, dann ist man nervös, angespannt, so... Jetzt muss ich erstmal schlucken. Nee, wir haben ja alle Professors hier. Okay, ey, ich sag jetzt so, pass auf. Mein Glas war vorhin auch genauso voll. Okay, pass auf. Wir wählen, scheiß auf Detektiv. Wir wählen einfach einen, der nochmal einen trinken muss. Okay? Wir wählen der nochmal einen, der einen trinken okay, muss. Okay, Halde, komm. Du sagst Seville. Du sagst Badi. Ich sag Badi. Du sagst auch Badi. Jetzt bin ich der Detektiv. Boah, Digga, was soll ich nehmen, Freund? Ich weiß es nicht. Ich glaube Albert. Ebs, sorry. Für Albert. Okay. Aber ich mach wieder die Reaktion. Ich will Badis Reaktion nochmal sehen. Okay. Also wir gehen kurz weg und ihr könnt nochmal rein. Okay, Freunde, dann haben wir, beziehungsweise unsere Kameramänner, haben jetzt das Glas von Badi wieder randvoll gemacht. Ich glaube, das ist auch ein kleines Spielchen von unserem Kameramann. Er lacht auch schon, dass er bei ein paar ein weniger reinmacht und bei ein paar sehr voll. Dann will ich mal sagen, Badi, Sie dürfen. Hier ist der Blick, Alter. Guck mal. Okay. Darf ich kurz was sagen? Ja. Ich habe das jetzt richtig analysiert. Ja. Das, was da drin war. Ja. Das war ein bisschen dickflüssiger als Wasser. Okay? Da, ohne Spaß. Weil die Oberfläche, die haben das auch richtig voll wieder gemacht. Wäre das nicht das Ekelgetränk, dann wäre das denen scheißegal. Aber ich glaube, dass es dickflüssiger war und das Ekelgetränk ist. Das Ekelgetränk, was wir hier benutzen, ist dickflüssiger als Wasser. Stimmt nicht. Nein. Du siehst, wir haben ein Ekelgetränk, Freunde, das sieht genauso aus wie Wasser. Ich sag euch, ich glaube nicht, dass es Badi ist. Digga, ich bin Herr Volz, Herr Amanauern. Ich weiß, ich glaube, aber das ist meine Theorie. Shitbert. Für mich ist es ja immer noch. Du? Doch, für mich. Auch? Badi, ja. Oha. Du bist fronted ganz Zeit. Digga, du bist viel zu cool. Ja. Was bin ich? Also, es ist einer von den beiden, Digga. Eine lange Nacht. Ich glaube nicht, dass Badi ist. Junge, du kennst mich doch. Tu nicht mal so, Alter.
Ich will hier gewinnen, okay? Scheiße. Okay, okay, wir müssen voten. Mario, vote. Nein, weil du gegen mich. Okay, okay, warte, okay. Wir müssen Votes machen. Wir müssen Votes machen. Wir müssen einen von euch beiden kicken, Bro. Wieso von mir? Der kann auch gekickt werden. Tamam, aber guck mal, ich sag dir ehrlich, wenn wir jetzt, wenn wir euch beide jetzt kicken zum Beispiel, sind wir immer noch drei Leute und einer wäre dann noch der Lügner, weißt du, wie ich meine? Also ich, also wir sagen, wir voten jetzt einen raus. Mario sagt Badi, du sagst Badi. Nein, ich hab noch nicht gesagt. Nein, was willst du sagen? Ich sag, sorry. Ohne Witz. Albert. Ja. Ich kenn dich aber. Albert. Aber guck mal, wie ich... Bari? Aber du hast schon. Okay, Jungs, wartet. Wir haben jetzt gerade eine richtige Diskussion. Du sagst Bari. Alberto sagt Albert. Bari sagt auch Albert. Wir haben zwei auf Albert, ein auf Bari. Ja gut, wenn es so an, so ist, dann halt Albert. Was soll ich sagen? Warum denn ich und Mario gehen auf ihn und die beiden gehen auf mich? Und also, dann bist du wieder der. Dann bist du wieder der Entscheider. Ach, jetzt bin ich wieder der Entscheider. Albert und Bari. Guck mal, das Ding ist, ich würde schon gerne noch die Diskussion mit Bari hören, so mit euch so. Ja, aber Und ich weiß, dass Albert safe ist. Also er. Und ja, ich. Dass Albert safe ist. Achso, okay. Ja, dann musst du Bari wählen. Oder du willst mich, aber es macht ja gar keinen Sinn. Dann fliegt einer von den zwei raus, wenn du nicht einen von den zwei wählst. Du musst einen von den zwei, ja. Weil wenn du mich willst, bringt das gar nichts. Aber er hat randvoll, die haben das safe nicht randvoll gemacht, Bro. Ich sag Albert. Albert raus. Albert, was warst du? Toll, Digga! Ich hab's euch gesagt. Du hast den auch gewählt! Soll ich euch sagen, warum ich Albert gewählt habe und nicht Bari? Warum? Weil es dann safe ist, dass Albert rausfliegt. Weil Paar war nicht für Bari und ich habe Albert genommen, weil meine Stimme ist weggegangen von Bari. Ja. Und dann wäre es safe, dass Albert rausgeflogen ist. Ich wollte, dass einer rausfliegt. Deswegen habe ich nicht einen Bari genommen. Bin ich okay. Obwohl ich glaube, dass es Bari ist. Deswegen habe ich dich genommen, weil ich wusste, dass es nicht ist. Aber Paar waren mehr für ihn als für ihn. Bei ihm wart ihr euch sicherer als bei ihm, weil wir uns gestritten haben. Ja. Deswegen ist er dann rausgeflogen. Okay, Albert, verlassen Sie bitte den Tisch. Ich sag euch ehrlich, sollen wir Samuel nochmal eintreten lassen? Warum denn mich, Digga? Warum entscheidet warum, er so? Warum? Ja, okay, nee, okay. Warum entscheidet der aber was denkt ihr? Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich weiß zu 100.000% Mario safe. 100.000% Mario safe. Ja, aber Bari, ich will ihn nicht irgendwie. Bari und Albert, die ja, diesen Zus. Wer will dich dick auf seiner Seite haben? Und ich krieg keinen auf seiner Seite. Guck mal, jetzt willst du aber Bari auf deiner Seite. Du kleiner Wasser, Digga. Ohne dich. Er ist ein Gauner, safe. Sollen wir ihn trinken lassen? Ja. Okay, ganz kurz. Sollen wir ihn trinken lassen? Ich sag euch, ich bin's nicht. Okay. So, Sie dürfen. Oh, shit. Okay, Freunde, ganz kurz, ihr wisst es nicht. Wir sind kurz nach oben gelaufen und Seville hat gesagt, diesmal verziehe ich mein Gesicht nicht. Das heißt, Seville spielt ein bisschen mit unserem Mind. Also... Ich sag ganz kurz was. Ja. Und ich will dein Gesicht sehen. Alter, ja. Also, ich glaube, man muss schon sagen, Bari hat jetzt zwei oder drei volle Vents. Ja. Das Ekelgetränk ist Gedinger und hat keine Miene verzogen. Ja. Das ist schon wild. Obwohl das ist wild. Das ist wild. Ich weiß, ich bin's nicht. Mein Verdacht ist zu 100% auf euch zwei gegangen. Du laberst mir ein bisschen viel. Jetzt ist dein Video und du willst gewinnen, keine Frage. Und du... Ich was? Du? Oha! Oha, Digga! Okay, haben wir hier ein bisschen Anspannung hier. Wegen so Reaktion. Das ist meine Meinung. Ich glaube, ihr seid ein bisschen sass. Aber ich denke auch nicht, dass Albin mehr ist. Echt? Jetzt halten die zusammen vorhin die ganze Zeit. Du musst aufpassen. Jetzt, okay, wir haben jetzt 2 gegen 2. Wir haben jetzt 2 gegen 2 gefühlt. Ja. Jetzt ist halt schwierig irgendwie zu voten. Du laberst ein bisschen viel, Digga. Ich laber gar nicht viel, Bro. Ich sag dir ehrlich. Wir trinken alle nochmal einen Shot. Ihr zwei. Ja. Wir zwei sollen nochmal einen. Wir haben schon beide getrunken. Ja. Okay, dann trinken wir nochmal einen. Komm. Ich fang an. Okay. Der bleibt. Okay, du bist dran. Bro, die einzigsten, die sus sind, seid ihr zwei, Bro. Seh's doch ein. Seh's ein, Digga, Bro. Du warst zu cool. Ich bin cool. Du warst zu cool. Abonniert meinen Kanal. Ich bin cool. Wir müssen entscheiden. Ganz kurz, ich und Bari, glaube ich, sind beide der gleichen Meinung. Ihr zwei seid auch eine andere Meinung. Wenn wir jetzt einen, sagen wir, du bist draußen und wir sind zu dritt, wird dann der Lügner... Aufgedeckt, nein. Aufgedeckt? Erst wenn 1 gegen 1 ist. Also der Lügner bis jetzt hat richtig viel erreicht. Richtig viel. Ich sag euch ehrlich. Wir müssen jetzt einen voten. Wir müssen jetzt einen rausvoten. Man hat bei unserer Mimik gar nichts gesehen, Bro. Okay, dann... Fängt einfach Mario an. Fang an mit Voten. Wenn du rausvoten willst. Achmed, tut mir leid, du warst hier einfach. Sorry. Dein Ernst? Okay, Achmed. Du bist. Nee, du. Achso, ich? Ich bin für Achmed. Ich vote für Seville. Okay, jetzt bin ich.
Das ist schwierig gerade, weil das ist richtig entscheidend jetzt, was ich sage. Ja. Ich glaube Mario. Okay, ein Wort auf mich, ein Wort auf Mario, du entscheidest. Ich sag Mario. Du sagst Mario. Mario, du bist raus. Ich bin der Mörder. Nein! Was? Junge! Ja, ich wusste keine Ahnung. Der hat das ganze Zeit 100%. Ich wusste. Bro, aber er hat nichts verzogen, Digga. Krank, Bro. Digga, krank, Alter, okay? Alter, let's go. Ey, krass. Ich hab gedacht, du bist es, Digga. Und ich hatte, guck mal, ich hatte die ganze Zeit diesen Geruch von diesem Ekelgetränk in der Nase. Ich wusste, du warst auch neben mir. Und ich dachte 100%, dass Seville ist. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr eine zweite Folge sehen wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt unten in die Kommentare. Ich will mehr. Und das war's vom Video. Haut rein. Kuss, Kuss.